Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist ExpixBull und wir spielen wieder Total War 3 Kingdoms. Ja, wir sind hier im Krieg mit primär Lady Wu und Ho, also ihren Vasallen. Und hier versuchen wir gerade einen der Vasallen auszuschalten, nämlich Liu Dai. Und dazu werden wir kurz schauen, wir haben zwei Armeen hier. Und dazu werden wir das Gefecht selbst spielen, weil die erwarteten Verluste hier, wenn wir es delegieren, groß sind und das kann ich nicht ganz glauben. Gegen uns haben wir eigentlich eine relativ, unter Anführungszeichen, schlagkräftige Truppe, nämlich aus dem Grund, weil sie relativ viele Bogenschützen haben und wer öfter Total War Three Kingdoms spielt, weiß, Bogenschützen sind scheiß OP. Okay, aber wir haben ja auch genügend und wir haben Belagerungswaffen, also Artillerie. Die würde uns sicher helfen. So, wir starten das Gefecht. Kurz noch schnell speichern, falls was passiert. Und starten wir. So, unsere beiden Armeen sind nämlich sehr gut. Der Siegeswind weht zu unseren Gunsten. Bleib bei mir, Bruder, und wir werden sie alle besiegen. Der Dritte noch was zu sagen? Wir müssen so stark sein wie unbiegsame Äste. Es ist unsere Pflicht, für Ordnung zu sorgen. Oh ja, und für Ordnung werden wir sorgen. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Interessante Map. Wir können hier das Wasser vielleicht zu unserem Vorteil ausnutzen. Die Verstärkung kommt von hier. Das ist gut. Das werden wir ausnutzen. Sie greifen uns an, das heißt, sie werden auf uns zulaufen. Hier, was ganz cool ist, könnten wir rein theoretisch unsere Armee verstecken. Die haben nämlich eine Guerilla, wie heißt's? Wo steht's? Da steht's. Guerilla-Aufstellung. Wäre gut, wenn wir die hier verstecken könnten und ihnen in die Flanke fallen könnten. Das werden wir auch probieren. Hier ist jetzt mal Nummer Uno. Wir werden die hier aufstellen. So, dass am besten alle versteckt sind irgendwie. Gibt es? Hier wäre es möglich, schätze ich. Jupp. Habe ich relativ wenig Lust, das gerade einzeln zu machen. Okay, anscheinend müssen wir es wirklich einzeln machen. Drüben gibt es keine Bäume. Nein, das... Oh, wobei... Hier gäbe es was zum Aufstellen. Wobei es extrem weit weg ist. Okay. Wir stellen die hier irgendwo auf. Am besten ganz knapp am Rand. Da. Einmal hier, da ist er versteckt. Wunderbar. Du bist hier auch. Nein. Jetzt ist er versteckt. Er ist hier nicht versteckt so. Jetzt. Na. So. Können die eigentlich alle hier reinstellen aufeinander? Antreten, Schwertkämpfer! Hier sind alle versteckt. Wunderbar. Dann Liu Bei. Werden wir zusammen mit seiner Kavallerie auf eine Flanke stellen. Wir werden unsere Armee generell hier aufstellen. Die Kavallerie allerdings. Wenn wir hierher geben. Oder hierher, da haben sie mehr Spielraum, was die Bewegung angeht, weil im Wasser sind Einheiten langsamer. Dann unsere Bogenschützen. Davon haben wir 5 Regimenter, sehr gut. Kommen hier hin. Leider keine Feuerpfeile, die hier, die anderen schon. Die jetzt dann aus Verstärkung reinkommen. Und natürlich die Infanterie dahinter, bereit vorzurücken. General hier, sieht ganz solide aus. So, hoffentlich entdeckt die keiner.
wir starten mal die Schlacht. Und werden dann versuchen, unsere Armee. Unsere Verstärkung ist da. Probieren wir noch schnell. Unsere Armee so schnell wie möglich. Was ist mit denen? Die sind auch da. Hier hin zu bewegen. Und Aufstellung zu beziehen. Warten wir mal, bis alle da sind. Mit Abstand! Haltet Abstand! Sollten jetzt noch Bogenschützen und Artillerie kommen. Bleibt außer Reichweite! Hopp, hopp! Okay, alle sind hier. Wir gehen kurz auf die Pause und gruppieren die hier auch. Hier haben wir relativ viel Kavallerie. Das ist Säbelmiliz, das ist keine Kavallerie. Nummer 5 wird auch hierhin geschickt, hier etwas hinter den Liu Bei. Passt so. Dann die Säbelmiliz werden wir wie immer in Reserve behalten. Die soll hier mal eine Flanke decken. Dann haben wir noch relativ viele Speereinheiten ready. Zusammen mit ihrem Kommandanten. Das wird Shortcut Nummer 7. Dürfen sich hier hinter unserer Armee postieren. Ich hätte gerne, dass der Feind uns direkt so angreift. Vielleicht ist die KI ja so blöd. So. Dann werden wir hier auf jeden Fall noch Bogenschützen aufstellen. Brennende Geschosse bitte. Und das Problem, das wir jetzt momentan haben, ist unsere Artillerie. Die braucht lange, bis sie irgendwo ist. Naja, werden wir mal schauen, dass die nicht abgeschlachtet wird hier. Die gruppieren wir als Nummer 8. Denen soll sich der Stratege dann hinstellen. Wo am besten. Gut. Okay, damit ist eigentlich die ganze Aufstellung gemacht. Hast du auch schon einen Befehl, wo du hin sollst? Du ja, was mit dir? Du auch. Okay. Wunderbar. Sieht gut aus. Was haben wir hier? Da ist die Schwertmiliz, genau. Die werden wir etwas umdisponieren. Ah, Säbelmiliz, nicht Schwertmiliz. Sollen hier hinkommen. Okidoki. Noch ist ja ein bisschen Aufstellung gefragt. Das heißt, das wird ja nicht gleich losgehen. Gut. Wir können den Liu Bei mal vorschicken zum Scouten. Das machen wir ja immer so. Und keine Ahnung, wo der Gegner ist. Holen wir etwas vor. Die Map ist cool. Die gefällt mir. Ist generell sehr abwechslungsreich, was die Maps angeht. Haben sie auch sehr gute Arbeit geleistet. Na, finden wir wen? Die werden selbst noch auf ihre Verstärkungen warten, das heißt, das dauert sich ein bisschen. Okay, da haben wir also Armbrustschützen und Bogenschützen. Oh, und da ist der Rest. Gut. Marschieren sie schon auf uns zu? Nein, aber sie bewegen sich mal. Ah. Sieht so aus, als würden sie hier nach links gehen und da sind unsere versteckten Truppen. Die will ich aber nicht entdeckt haben. Okay, ja. Da kommen sie. Gut, zurück zur Kavallerie mit dir.
Okay, sie machen eigentlich schon in etwa das, was wir wollen, hier auf unsere Hauptstreitmacht zu marschieren. Jetzt mit der Artillerie aus. Ja, vielleicht schaffen sie es ja rechtzeitig in Position zu sein. Können sich ja hier hinstellen, wenn sie wollen. Okay, Feind ist wieder außerhalb der Sichtweite. Hier warten wir wirklich, bis der Gegner... Ah, das ist cool, die knien sich hin. Der Gegner dort ist, wo wir ihn haben wollen. Und dann fallen wir ihn in die Flanke. Bogenschützen stellen sich auch auf. Denen können wir eigentlich befehlen, so, dass sie sich verteilen. Wäre etwas günstiger. So. Okay, was wir auch noch machen werden. Okay, die kommen da ein bisschen von rechts. Dementsprechend werden wir uns anpassen. Okay, kommen die alle von rechts? Wirklich? Nein. Glaube ich nicht. Wäre natürlich sehr ungünstig für unsere Kavallerie. Den hier stellen wir noch hier auf. Hier. Jetzt mal hier. Da jetzt sehen wir wieder keinen. Ich würde aber dennoch gerne wissen, was die so vorhaben. Da vorne sind sie. Unsere Guerilla-Einheiten sind dann doch etwas weit entfernt. Jo, wir werden unsere Aufstellung mal schnell anpassen. Werden wir die Gruppe 3 nehmen und die hier neben die Bogenschützen postieren. Dann haben wir eine relativ lange Frontlinie. So, dann auf jeden Fall die hier noch als Deckung dazugeben. Und die dürfen hier hin. Vielleicht verstecken sie sich ja. Gut. Das schaut cool aus, das ganze riesige Heer. Du wieder zurück zu deinem Bogenschützen, mein Freund. Okay, die Kavallerie kommt hier von rechts. Das heißt, nicht so schlecht. Wir werden unsere Bergkrieger hier mal hingeben. Vielleicht können wir ihn etwas abschrecken. Belagerungseinheiten brauchen noch ein bisschen. Wäre schön, hier reinzuballen. Ich glaube, ihr gebt nicht euer Bestes. Ich würde euch nur ungern bloßstellen, Freund. Okay, seine Kavallerie ist auf jeden Fall hier am Vormarsch. Hier holen wir noch zwei Einheiten rüber. Sonst können wir nicht die ganze Frontlinie abdecken. Problematisch ist, dass... Okay, ganz kurz. Problematisch ist, dass Armbrustschützen eine höhere Reichweite haben als Bogenschützen. Wir werden den Liu Bei hier abziehen. Der soll hier rüber. Gut.
Hier haben wir eine Formation, die dürfen sie einnehmen. Wir sind ja wirklich, wir benutzen sie. Es ist zwar keine Schockkavallerie, aber wir benutzen sie als solche. Ansonsten. Bereit machen! So. Okay, it is time. Hier bitte die ins Ziel nehmen. Hier auch. Okay, wir werden schon beschossen. Da kriegen sie schön auf die Schnauze, das ist gut. Okay, die greifen direkt unsere Sperrinfanterie an. Viel Spaß dabei. Und da ist ein Duell gefordert. Ich glaube nicht, weil der wird ihn umbringen. Ablehnen. Okay. Ich würde sagen, wir bringen unsere Einheiten hier in Stellung. Und zwar schnell genug. So. Ihr hier. Auf jeden Fall auch in Stellung. Was ich vergessen habe einzustellen, ist hier der Wachmodus. Den will ich auf jeden Fall bei allen unseren Bogenschützen haben. So, die mal. Wachmodus bitte. Und hier so hin. Des Weiteren die anderen Bogenschützen, die auch in den Wachmodus. So. Und die Truppen können sich eigentlich schon bewegen. Sonst werden die viel zu spät zur Schlacht kommen. Wunderbar. Ihr hier voll auf die feindlichen Ambusschützen, wenn es irgendwie geht. Go. Seht, wie sie rennen! Folge! Es ist so weit. Nope, bleibt wo wart's. Ein paar hauen hier schon ab. Auch die Artillerie kann schon feuern. Das heißt, wir werden denen das jetzt befehlen und sie sollen bitte. Wohin feuern sie am besten? Hier hin. Da schaut's gut aus. Nice, da laufen sie weg. Komisch, wenn man mit seiner Kavallerie in die Sperrinfanterie reinläuft. Hier so hin. Gut, die Sperrinfanterie. Ihr solltet zurück zu euren Pfirsichen. So, wir haben hier noch. Schade, diese Fähigkeit hatte Liu Bei. Dachte, die hat ein anderes. Da kann man nämlich sämtlichen Fernkampfschaden negieren. Das wäre ganz cool gewesen. Eine Seite ist noch da drüben. Gut, ihr seid am Weg. Die Schlacht ist groß. Und hier diese Infanterie wird hier hingehen. Passt, wir haben dann so eine Art Zangenbewegung hier. Wunderbar. Die ist zurück auf dir, das ist in Ordnung. So, die Kavallerie hier soll sich wirklich bemühen, da jetzt was zu reißen. Die Krieger fliehen! Feige Hunde! In den Kampf! Achtung, die Soldaten! So. Wir sollten versuchen, hier die Gegner auszumanövrieren. Einmal hierhin bitte, nicht durch die Sperrinfanterie. So. Schweigt und stirbt! Liu Bei ist in Position. Go! Auch hier sind wir mehr oder weniger in guter Position. Unsere Katapulte sollen hier hinfeuern. So, ihr fallt denen hier in die Flanke. Wow, deren Fernkampfeinheiten sind ziemlich überlegen. Müssen wir hier hin. Hier in die Flanke fallen. Gut, gut, gut. Bis jetzt noch alles irgendwie unter Kontrolle. Oh, Angriff. Achtung! Lasst euren Zorn aus!
Liu Bei gönnt sich die hier. Ja, wenn ihre hinteren reingebrochen sind, ist alles okay. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch Verstärkung irgendwie. Ah, du. Kurz warten. Steigt vom Pferd ab. Und du schaust, dass du unsere Gegner schwächst hier aus der Mitte heraus. Die feindlichen Krieger rennen. Ha! So ist gut, jo. Okay, wie sieht's hier mit dem Radius aus? Achtung, Krieger! Die fangen an zu laufen, nicht gut. Nicht nachlassen! Bam! Wasser bezwingt alles! Okay, und ihr jetzt so schnell wie möglich mal hier rein. Hier. So schnell wie möglich hier hin. Die laufen alle wunderbar. Zack. Zack. Okay. Kavallerie hier rein. Und da natürlich auch. Die werden ziemlich stark geschossen. Da sieht's schlecht aus. Da haben wir etwas unterschätzt, wie viele Einheiten hier eigentlich sind. So. Wir werden jetzt ein bisschen Opfer in den eigenen Reihen haben. Ist aber okay. So, hier ist auch noch alles in Ordnung. Bam. Okay, wir räumen sie jetzt von hinten auf. Das ist gut. Denen sofort in den Rücken fallen. Hat sich gesammelt. Hier müssen wir die Kavallerie. Ah, nein, ist keine Kavallerie. Doch, da ist Kavallerie von uns. Sofort raus damit. Schnell ausrücken! Im Eiltempo! Einen Schritt näher am Sieg! Achtung, Krieger! Es ist soweit! Gut. Wir müssen. Was gibt's noch zu tun hier? Hier hin. Da räumen wir ganz gut auf, das ist super, da haben wir gewonnen de facto. Wir werden die Einheiten hier auf die Feinde konzentrieren. Okay, es sieht ziemlich gut für uns aus. Gleich alles vorbei. Die feindlichen Krieger rennen! Okay, wir haben zwar gewonnen, aber wir werden sie noch weiter verfolgen. Wir wollen die so stark wie möglich dezimieren. Den etwas schneller machen dabei. Ja, so schlecht war die Artillerie gar nicht dafür, dass sie eigentlich so spät gekommen sind. Ich muss mir angewöhnen, mit dieser Armee hier, die die Artillerie drinnen hat, als allererstes zu belagern. Weil sonst wird die immer die Verstärkungsarmee sein und das bringt sich wenig. Legen die schön. Okay, ich glaube, das reicht. Wunderbar. Napa sie, whatever. Sicher weniger Verluste, als wie wenn wir das Ganze automatisch ablaufen lassen hätten. Der hat 250 gekillt. Hier, die haben eigentlich wenig gemacht. Die Kavallerie ist unfassbar wertvoll. Rechtschaffenheit. Okay, verloren haben wir. Oh, 2000 verloren. Hier brauchen wir den.
lassen wir frei, wir brauchen mehr Kohle. Wir wollen den Nachschub. Für China. Und werden jetzt angreifen. Also, werden wir dann wahrscheinlich delegieren. Okay. Hier also überall viel Krieg. Der dritte Besuch. Okay, schauen wir mal. Ihr kehrt zum dritten Mal zum Häuschen des schlafenden Drachen zurück. Dieses Mal ist er da, schläft jedoch. Ihr wartet geduldig, bis er aufwacht. Wollt ihr doch unbedingt mit ihm sprechen. Er lehnt erst ab, doch ihr könnt ihn davon überzeugen, wie wichtig sein Rat ist, und er willigt ein, euch zu helfen. Gut. Wunderbar. Welcher ist es? Der hier. Wow. Ein legendärer Stratege. Cool. Mit 6 freien Punkten. Holy crap. Was werden wir denn da skillen? Ich glaube, den werden wir als Kommandanten einsetzen. Beziehungsweise ich weiß, dass wir ihn als Kommandanten einsetzen. Er darf hier noch 25 Fernschaden für Armbrüste. Klingt verlockend. Jupp, wir geben ihm hier diese Kranich, den Fächer aus Kranichfedern. Schaut aus wie ein Besen. Naja. Anhänger haben wir leider momentan keine für ihn. Pferd bekommt er dann später, wenn wir eins haben. Was ist hier? Hier können wir Feuergeschosse wollen wir natürlich. Feuerrad ist auch gut. Feuerpfeile und Nachtkämpfe. Anblick des Drachen brauchen wir nicht unbedingt. Gibt uns Sichtweite und Walderkennung dazu. Waldstrafe ignorieren. Passiv. Die Fähigkeit, dass die Gegner mehr Abklingzeit haben. Ansonsten, das ist gut, Fernschaden hier runter, ja. Dann haben wir erstickende Blut und mehr Fernschaden. Sieht sehr gut aus. Cooler Tipp, sehr zufrieden. Und erst 26, das heißt, er lebt sehr lange. Nice. Okay, wir haben 3500 Geld. Das bedeutet, ich würde den dann später gern in die Armee von Liu Bei integrieren. Und zwar anstatt. Ach, hier sind wir. Ah, ein Vorreiter und ein Streiter. Gute Frage. Ich glaube. Ja, anstatt dem hier. Statt unserem Streiter. Und dann werden wir die Einheiten von Liu Bei auch noch umgestalten. Das machen wir. Ja, wir können es jetzt noch nicht machen. Wir sollten jetzt mal angreifen. Trefft sie mit Ehre. Niedrige Verluste erwartet. Gut, wir delegieren. Bei einem Sieg müssen nur 162, sehr gut. Und 1160 Gold. Hier, wir besetzen ganz normal. Okay, Garnisonsspiele. Nach der Einnahme der Stadt werdet ihr gefragt, was mit den inhaftierten Männern der ehemaligen Garnison der Ortschaft geschehen soll. Sie scheinen kompetente Soldaten zu sein und können sich im Einsatz als nützlich erweisen, doch viele halten ihrem frühen Kriegsherrn die Treue und zeigen sich abgeneigt, euch zu dienen. Können sie freilassen? Können sie überzeugen? Bestechen? Oder hinrichten? Wir werden sie überzeugen. Cool, mein Nachschub. You Die ist down. Wunderbar, einer der Vasallen von Lady Wu weniger. Wir haben noch unfassbar viel zu skillen und ziemlich unzufriedene Generäle. Warum bist du so unzufrieden, du Pfeife?
Wollten wir dich nicht... Nein, wir wollten dich nicht ersetzen. Damn. Jetzt killen wir mal einen Liu Bei, das ist wichtig. Und zwar... Ermöglicht Nachtkämpfe, ermöglicht Feuerpfeile. Das wäre wichtig. Angriffsgeschwindigkeit fürs eigene Gefolge. Da könnten wir... Oh, 25 Geschwindigkeit, 10 Moral, Waldstrafen ignorieren. Klingt gut für Kavallerie. Jo, das nehmen wir. Uns List und Autorität gegeben. Beides in Ordnung. Dann Jiang Ao. Schrecken wäre cool. Haben wir schon. Was nehmen wir hier? Ermöglicht Guerilla-Aufstellung. Gute Frage. Hier, Angriffsresistenz haben wir schon. Werden hier die Guerilla-Aufstellung nehmen, die war ganz nützlich. Dann Gu Xi. Hier werden wir die Aufstockung der Vorräte nehmen. Plus Nahrungsproduktion, 5 Nahrungsproduktion so. Ja, über Plus. Oh. Okay, und das war's eh für diese Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe die Schlacht ziemlich cool gefunden. Wir hätten es sicher ein bisschen besser machen können, aber man lernt ja aus den Fehlern. Hinterlasst doch einen Like, oder einen Comment, oder ein Abo, oder konstruktive Kritik. Ah, das Outro ist gerade ein bisschen schwierig für mich. Bin müde. Konstruktive Kritik ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.